Wunderschönen guten Tag. Wir sind die Donuts, zumindest 2 von 5. Was machen die anderen gerade? Saufen. Auf dem Taubertal Open Air. Und wir haben jetzt hier bei Deluxe Music die große, große Ehre, die Rubrik Fans fragen Bands zu beantworten. Ich bin sehr gespannt. Hallo, ich bin die Daria. Ich hätte eine Frage an die Donuts. Welcher Taubertal-Auftritt ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Die Frage möchte ich mit einem klaren Ja beantworten. Also, wir sind jetzt, glaube ich, wir haben gestern mal gerechnet, was war es? 11 Mal oder 12 Mal oder so hier gewesen. Also das Winter-Taubertal und das Taubertal Indoor nicht mitgerechnet. Wir halten, glaube ich, mit den Monsters of Liedermaching immer noch den Rekord. Man könnte auf der anderen Seite auch sagen, wir sind die Nervigen, die nie wegfahren. Genau. Hi Donuts, ich bin die Steffi und ich will wissen, welche Tourbusregel auf keine Fälle gebrochen werden darf. Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Wer im Bus kackt, hat verloren. Und das wird wirklich, das wird hoch geahndet. Das ist mittlerweile bei, ich würde sagen, 4 Flaschen Gin Tonic oder Gin für Gin Tonic angekommen. Tendenz steigend. Hi Ego, ich bin Tobi und ich grüße euch. Ich grüße die Donuts und ich habe eine Frage an euch. Bei der Möglichkeit. Und zwar, wie ist euer Verhältnis zu Feine Sahne Fischfilet und habt ihr mal vor, Musik zusammen zu machen in nächster Zeit? Schönes Fest für euch. Das war nett. Guck mal, und dann trinkt ihr aus dem Feine Sahne Becher. Finde ich ja, super. Ja, ja. Großartig. Erstmal Prost. Ja. Und Feine Sahne sind Buddies von uns. Also wir haben in Bitterfeld schon zusammen Open Air gegen Nazis halt gespielt. Wir treffen uns natürlich immer mal wieder auf Festivals und so und schreiben uns auch bescheuerte Kommentare so bei Instagram gegenseitig drunter und so. Also das geht irgendwie alles. Wir haben noch gar nicht so richtig, also man müsste eigentlich mal was zusammen machen, ne? Musikalisch? Ja, ja. Ja, wir haben halt die und wir haben auch kaum Zeit so richtig. Aber eigentlich, warum nicht? Hallo Ingo, ich bin die Momo und ich wollte dich fragen, ob Fleisch oder Blut? Oh, das ist ganz klar. Also die Frage geht natürlich ganz klar Richtung Fleischpenis und Blutpenis. Das ist eine ganz klassische Frage, die wir uns hier, kein Witz, hier auf der Toilette das letzte Mal, habe ich mir mit Tarek von KIZ genau die Frage gestellt. Ob Fleischpenis oder Blutpenis. Weil wir standen nebeneinander und haben unser Geschäft verrichtet. Und dann hat er so rübergeguckt. Er hat, glaube ich, ein bisschen gelacht auch so. Oh. Also ja, ja. Und ich meine, der ist stattlich. Da muss man sagen, er ist schon stattlich geballt. Ja, ich bin prächtig behangen, er ist stattlich behangen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob Fleisch oder Blutpenis, und er hat gesagt, beides. Und das ist natürlich der Endgegner.